Moin und herzlich willkommen zurück zu Cards Against Humanity. Wieder Und dabei sind, Mo. genau, hallo. Achso, Und sonst noch dann mache ich andere. halt weiter. Genau, Derni. dachte ich jetzt. Hallo. Und Christian. Moin. Und der neue Kanalinhaber, John. Hallo. Interessant, was Wenn ich. schon sind wir zusammen, Kanal. Okay. Okay, und ich bin der erste Kartenzar. Und ich Und meine möchte erste nur. Karte liegt schon da. Genau. Meine erste Karte ist schon richtig Was schlecht. steht denn da Ihr überhaupt? Vergesst solltet nie, was nie wir. vergessen, was wir zu verdanken haben. Deiner Das muss Person oder man ein sich Auto. immer bewusst sein. Finde ich bei meiner Karte eindeutig. Muss man sich immer bewusst sein, was wir dem. Vergesst nie, was wir Sklaventreibern zu verdanken haben. Ja. Billige Importwaren. Und die haben. War nicht Jesus auch mal Opfer von Sklaverei? Ja, der hat sein Kreuz zum So bin auch genau, wieder. Golgatha getragen. Und wir haben Sklaverei vielleicht sogar auch den Pyramiden zu verdanken. Nee, den Pyramiden. Ja. Nee, so, Warum? war schon richtig. Vergesst nie, was wir Willy Brandt zu verdanken haben. Oh Das ist Gott, der ist ja SPDler, dann bestimmt nicht. fast so, weiß ich nicht. Das ist zwar richtig, das würde ich zwar in Wirklichkeit auch sagen. Aber es ist dir zu real. Ja, weiß ich nicht. Ist doch nicht dein Ernst. Vergesst nie, was wir Kim Il-sung zu verdanken haben. Ja. Einen Vergesst das nicht. Staat in Asien, der immer in den Nachrichten ist. Ja, der macht die Welt ein bisschen Ja, spannender. der bringt der Presse Geld ein. Und der macht die Welt spannender. Und der gibt Donald Trump eine Aufgabe. Ich glaube, Und dass sorgt dafür, tatsächlich dass vielleicht bald die Welt für den zerbombt wird Wohlstand in nochmal. Europa ist das wahrscheinlich ganz schön nützlich gewesen. Ja, genau. Sehe ich auch so, sollte man wieder einführen, dann wird man noch reicher. Das war Ironie, das Internet versteht die selten, deswegen sage ich es noch Ich dazu. habe einen Disclaimer am Anfang vom Video, dass ich hoffe, dass das hilft. Achso, Achtung, Ironie oder was? Achtung, Blödsinn. Ah, achso, okay. Gut, dann wissen die Leute ja, worauf sie sich einlassen. Gut, dann. Was habe ich denn hier für eine schöne schwarze Karte? Also. Irgendetwas wird man es durch. Irgendetwas. Wenn jetzt hier jemand in beide Lücken irgendetwas einsetzt, dann hat er den Punkt. Da bräuchte man zwei Blank Cards. Das ist richtig. Oder hat schon irgendetwas so und dann hat man noch einen. Schwierig, schwierig. Ich glaube, so manche Sachen weiß ich nicht, wie die bei dir ankommen würden. Ja, das bin halt schwer einschätzbar schon. Ich würde nicht Kann sagen, man ja persönlich. dass man da jetzt sagen sollte, die AfD wird man erst durch Merkel stoppen können. Das wird, glaube ich, erst recht bald kommen. Dann wäre sie schon längst gestoppt worden. Nö, die AfD muss vielleicht stärker werden. Hä? 50%. Das wäre ein Dann wird bisschen viel. Merkel zum Tode verurteilt. Das wäre wiederum unschön für die Gesellschaft, weil Todesstrafen ja total unschön sind. Gefoltert. Das klingt schon wieder noch grau. Das ist ja gesellschaftlich unverantwortlich. Die hat ja so viel für unser Land getan. Zum Beispiel ist verraten oder so. Keine Ahnung. Und Wer hat dann. uns verraten? Die Sozialdemokraten. Die auch. Ja. Also ist Merkel Sozialdemokrat. Ah. CDU ist Mann, eine mir gefallen die Sachen irgendwie sozialdemokratische nicht Partei. dazu. Mo, warum hast du uns verraten? Habe euch gar nichts verraten. Weil Du alles bist für aber mich. Sozialdemokrat. Du hast uns einen Dolch in den Rücken gestemmt, gerammt. Wie Brutus damals. Ja. Ach, was weiß ich. So. Also, Menschenrechte wird man erst durch Sozialdemokraten stoppen können. Wow. Ne Mo? Ich weiß schon mal, was Mo, ich hast du uns mitgenommen was hatte. zu sagen? Gibt's vielleicht so ein inoffizielles Programm der SPD noch so zusätzlich? Die heimliche SPD-Weltverschwörung, die wo Damit war er. alles in den Abgrund geführt werden soll. Ah, okay. Rothschilds und so, alles klar. Doping wird man erst durch Billigbier stoppen können. Also das verbitte ich mir. Wir haben hier in Deutschland unser schönes Reinheitsgebot, da kann man noch nicht mit Billigbier kommen. Also, ja. Ein Billigbier gebraut nach dem Reinheitsgebot. Das ist was anderes, aber das zählt jetzt nicht. So, der Schwarzmarkt. Den Schwarzmarkt wird man erst stoppen können durch den Holocaust. Das wird ja heißen, dass alle Holocaust, der Juden. sächsische Weihnachtsmann. Das, Hm.
Das wird ja heißen, dass alle Juden Schwarzmarktbetreiber sind. Oh. Na, wenn man den Schwarzmarkt durch den Holocaust stoppen kann. Und solche Nazi-Predigen unterstütze ich ja schon mal nicht. Somit kann man sich nach Ausschlussverfahren eigentlich nur das nehmen. Ach Manu, das kann ich nicht befürworten. Wieder? Diese Antwort. So. Ja, aber es tut mir leid, Billigbier kommt nicht in Frage und Holocaust ist so. Der oder das hält ziemlich viel von irgendwem. Merkel hält ziemlich viel von Vergangenheit. Alexander Gauland hält ziemlich viel von Flüchtlingen. Damals, als der D-Mark noch stark war. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde fast verzweifeln. Ich habe keine Ahnung, ob das zusammenpasst. Ich nehme es einfach so. Silvio Berlusconi hält sich viel von. Gut, er will der Mafia von. Absolute. Er hält für die Partei Microsoft hält sich viel von. Drei. Ich schwanke zwischen dem ersten. Oh, und Nico ist im Spiel. Ja. Ja. Bei mir bisschen gedauert. Ich danke dir. Das war aber auch die beste Antwort. Kein Problem. So. Dann wollen wir mal die nächste Karte. Punkt, Punkt, Punkt ist die Vorstufe von Punkt, Punkt, Punkt. ihr wisst ja, Politik und so sind nicht die größten Freunde. Ich und Politik. So, ich hab was. Ich krieg mal einen leicht durch schwarzen Humor. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht das hier. Ach nee, komm, das hier. So. Mal gucken, ob das, wie das ankommt. Tatsächlich überlegen, ob die Karte überhaupt eine gute Karte sein kann. Bin mir in letzter Zeit nicht so sicher. Toll, ich hab nur Politikkarten. Ich kann kotzen. Oh. Das könntest du wegmachen. Ich will jetzt nie raten, was ich genommen habe. Dann muss ich jetzt irgendwas wegschmeißen, was nicht mit Politik zu tun hat. Wie wär's mit damit? Nee, damit. Frau Damen. Fehler machen ist die Vorstufe von der Fall von 50 plus 1. Oh ja. Oh. Mein Wohnzimmer ist die Vorstufe von Verhungern. Okay. Afghanistan ist die Vorstufe vom Dritten Weltkrieg. Und Knoblauch ist die Zukunft von... Was? Zukunft. Vorstufe? Ja, die Vorstufe. Tut mir leid. Ja. Was nehme ich denn da? Ach. Nimm das Zweite, es ist am besten, wirklich. Ja, das... Ja. Zweite, Essen hat also, ja eigentlich in der Wohnstube auch nichts zu suchen. Also wir essen immer im Wohnzimmer. Ich esse immer im Wohnzimmer. Wir haben aber auch ein offenes Wohnzimmer. Zum Esszimmer. Zukunft. Ja, das ist... Also, dann nehmen wir mal trotzdem das hier. Danke. Ich dachte nichts mit Politik, der hätte was anderes nehmen können. Jetzt sagen, Knoblauch ist die Vorstufe von Neonazis. Was? Mann! Okay. Ich bin tatsächlich überlegen, ob ich die 50 plus 1 Karten rausschmeißen sollte. Ich glaube, die sind gar nicht so toll. Ja. Ich verleihe neuerdings. Was verleiht Nico neuerdings? Meine Antwort ist top. Stehe ich voll dahinter. Ach, okay. Ich verleihe neuerdings gute Witze. Die leihe ich mir sofort. Ja, das braucht gerne auf jeden Fall. Schenkst du bitte alle. Aber meine Witze finde ich ja gut. Und wenn die, 100 Euro kaufst, ich bezahle es ihm. Weil ich tue mir das nicht länger an. Bitte. Ich verleihe neuerdings Rasengift. Rattengift. Nicht Rasengift. Rasengift. Ich verleihe neuerdings Freifunken. Ist auch schön. Aber die verschicke ich immer per Post. Ich verleihe neuerdings Afrikaner. Da bekommt der Begriff schwarzer Humor einen ganz neuen. Ja, man sagt ja so schön, mein Humor ist so schwarz, er könnte Baumwolle pflücken. Also, wir hatten gerade ziemlich viele Hashtag erste Karte. Ja. Ich finde alle gut, ehrlich. Ja. Ich mach entweder eins oder drei. Ich muss das nehmen. Juhu! Was? Verleihst du mir welche?
Ja, gerne. Gerne. Okay, Langeweile. Wie wär's mit? Ich hab das Perfekte. Meins ist perfekt. Beide vertreiben. Langeweile, wie wär's mit Schultergeschwür Andreas Scheuer? Langeweile, wie wär's mit Graffiti auf Rechtschreibfehler prüfen? Oder Langeweile, wie wär's mit Leichen im Keller? Oder Langeweile, wie wär's mit Wodka? Okay. Also, der Leichen im Keller muss von dir stammen, John. Was Leichen im Keller betrifft, betrachte ich sie ja eher als notwendiges Übel. Ja, genau. Da versteht mich jemand. Und die Nummer 1, die finde ich sogar noch unangenehmer als Langeweile. Ja. Deswegen schwanke ich zwischen 2 und 4. Das war nicht dein Ernst. Und Alkohol ist immer eine Lösung. Aber da hat man doch jemanden zum Unterhalten. Ich glaube, damit könnte ich tatsächlich meine Zeit vertreiben. Ja. Habe ich das Richtige beim Linguisten gewählt? Genau, wahrscheinlich. Aber Alkohol hilft noch immer. Das mache ich aber auch. Höret dem Zahn. Ich so sehe. Irgendetwas kann ich mir in einem wunderschönen Kleid zum Beispiel ziemlich gut vorstellen. Wer, der schreibt jetzt meine Ex. Oh. Darf ich? Nein. Wobei ich es dir zutrauen würde. Deswegen habe ich dich vorher nochmal vorgewarnt. Pass auf, jetzt hat Mo zwei weiße Karten oder wenigstens ein Kleid oder so, schreibt jetzt. Ach komm, ich weiß nicht. Ach komm, ich schreibe es einfach. Nehme ich mal das hier so. Weiß nicht, ob das zusammenpasst, aber vielleicht schon. Gerni, hast du dich gemutet und schreibst gerade etwas? Nein, hast du nicht. Also, die CDU kann ich mir in Drogenkartellen ziemlich gut vorstellen. Ich auch. Nee, wobei doch. Hier, wie heißt der da? Volker Kauder. Der hat ja mit der Raucher, mit der Zigarettenindustrie ziemlich viel zu tun. Also, Wirtschaftsminister Altmaier kann ich mir in zu heißen... Und wenn man dann auch diese FKK-Videos von Merkel... Von Pralinen betrunken werden kann ich mir in das Weltraumzimmer. Okay. Udo Lindenberg kann ich mir in Verkehrsmittel. Arme von ein neuschwules Paar. Ich wollte zuerst einfach nur wegen Udo Lindenberg, aber dann das zweite macht es wiederum kaputt. Das ist so eine Ecke voll. Mach was. Darf ich fragen, wer das genommen hat? Ich war das. Beim nächsten Mal ohne das Verkehrsminister Schörn hätte es den Bock gehabt. Das ist jetzt ein Punkt so indirekt, aber du kriegst den nicht. Ja, das musst du mal nehmen, was ich... Ja, dann wie wär's mit ein bisschen Drogen? Nochmal. Drogen wieso sind nicht gut. Besoffen im Weltall? Hey, Gerni, wir... eine Blanko-Karte. Gerni, wir müssen uns jetzt immer gegenseitig machen. Naja, mal sehen, ob wir es gegenseitig rausfinden. 4-4, 5-5, 6-6. Durch... Stoppen können. Mann, ich hab zwei Blank-Cards, ey. Würde ich nicht so laut sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die wohl benutzen soll. Ich hätte so eine Sache, bei der man mit einer Blank-Card beim FC Bayern immer gut ankommt. So vielleicht? Krieg. Ach ja, Krieg ist die beste Option. Keine Ahnung. Beispiel mit Weißwurst und Sauerkraut. Nein, mit der totalen... Okay. Arbeitsminister Hubertus Heil. Ja, du hast mich... Also, Hubertus Heil war bestimmt eine Blanko-Karte. Nein. Mo hat auch alle Minister reingepackt. Ja, ich habe alle Minister reingepackt. Und bei, weil das so abgekürzt ist, deswegen. Bei Heil habe ich tatsächlich noch den Vornamen abgekürzt dahinter geschrieben, weil ich das einfach so interessant finde, wie das aussieht. Also, den FC Bayern wird man erst die Arbeitsminister. Ah, Heil, ja. Ja, schon bestimmt. Heil. Wird's verstanden? Mhm. Danke. Achso, ja, heil, okay. Danke. Verstehe ich. Punkt ist vom Punkt meilenweit entfernt.
Ach. Winterschlussverkauf ist vom Sommerschlussverkauf ziemlich weit entfernt. Das, ja. John ist von seiner Freundin meilenweit entfernt. Ja, wunderbar, ja. Ja. Gute Beispiele hier auf jeden Fall. Schade, dass du auch von mir sehr weit entfernt bist. Sonst würdest du morgen einen Arschtritt von mir bekommen. Das ist doch so. Ihr seid doch meilenweit entfernt. Viele Meilen. Was ist mit Biene Maya? Viele Meilen. Ach so, Entschuldigung. Ich habe gerade auch Biene Maya verstanden. Ja, okay. Ich würde jetzt den Hedel Maya Song. John, du kennst den, oder? Hm? Kennst du doch. Hedel Maya. Ja, ja, niederländisch. Hm. Hab ich doch gesagt. Ja, ja. Oh nö, es ist schon wieder der, ich mag keine Politik-Typ. Also, was heißt denn, ich mag keine Politik? Ich setze mich nur nicht so sehr mit Politik auseinander. Boah, Pause halt zusammen. Lässt. Ja, wieso überlege ich so lange? Das hast du jetzt nicht gehört. Ich hab gesagt, dann Pause halt zusammen. Das war ein Flachwitz. Schlechter als meiner. Ja, ich wollte halt auch. Kann ich nochmal jemanden einen Witz leihen? Ich überlege gerade. Fällt mir keiner ein, sorry. Die öffentliche Ordnung ist von Stuttgart 21 meilenweit entfernt. Europameister ist von Angst meilenweit entfernt. Okay. Akzeptanz ist von Neonazis meilenweit entfernt. Die USA ist von 50 plus 1 meilenweit entfernt. Warum gibt es zweimal eine 50 plus 1? Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie irgendwann wieder bekommen. Das einmal ist schon schlimm. Ja, nein, die andere waren Varianten, aber ich glaube, die muss ich mal bald rauswerfen. Weiß nicht. Ich nehme mal die Neonazis. Juhu! Ich glaube, mit denen kann man gar nicht gewinnen. Mit den Neonazis? Doch, mit denen kann man anscheinend gewinnen. Ja. Auch den dritten Weltkrieg. Wenn eines Tages an die Macht kommt, dann hat es bestimmt etwas mit zu tun. Ich bräuchte mal Hitler und Neonazis. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt eine gute Karte. Ach ja, Moment. Das könnte zusammenpassen. Meins passt super zusammen. Werdet ihr euch wundern. Oder? Nee, eigentlich nicht. Mist. Verdammt. Ich glaube, das passt auch gar nicht so gut zusammen. Immer so genau drüber nachdenkt. Schade, dass wir hier nicht das Wort wie Kronk haben. Kinderschändung. Was? Was ist das denn heißt? Nichts. Bill Gates und Kinderschändung, das wäre was gewesen. Ganz ruhig, wird konzentriert vorgelesen. Okay. Martin Schulz, eines Tages. Martini Schulz! Schnauze. Wenn Martin Schulz eines Tages an die Macht kommt, dann hat es bestimmt etwas mit Spendengeldern zu tun. Von wem denn? Ja, wer spendet? Von mir. Da gibt es nämlich kein Z. Heimatminister und Deutschnationalismus. Aha. Okay, wenn Heimatminister eines Tages an die Macht kommt, dann hat es bestimmt etwas mit Deutschnationalismus zu tun. Nationalismus. Schon König von Bayern. Okay, wenn eines Tages, wenn Gates eines Tages an die Macht kommt, hat es bestimmt mit Leberwurst zu tun. Das ist so random, das darf man gar nicht wählen. Es hat Leberwurst. Ja, aber die kann ich sprechen. Wenn das nicht sprechende Leberwurst wäre, dann wäre das ein anderes. Wenn Liberale eines Tages an die Macht kämen, dann hat es bestimmt mit Banken zu tun. Ja, das okay. Ist realistisch. Das vierte ist am realistischsten. Das lustigste ist das dritte. Ja, das lustigste. Also nimmst du das zweite. Ich überlege gerade. Nee, du drei oder erste, weil 4 minus 3. Komm, einfach. Ich fand's witzig. Ja. Ich auch. Ist verdient. Ich auch. Leberwurst. Ich hab vorhin Leberwurst gegessen zum Abendbrot auf meiner Bämme. Liebe Leberwurst. So. Blubdiblub am Morgen vertreibt man. Muss man nur über meine Karte lachen? Das wird kein anderer lustig finden, aber. Ja. Mein persönlicher Gewinner, egal was jetzt kommt. Wir müssen mal bitte kurz vor Weihnachten eine Charity-Veranstaltung, einen Charity-Livestream machen. Einfach nur, damit Gerni mal eine vernünftige Humorzentrale in seinem Kopf bekommt.
Okay. Das ist sehr gut. Das kann nicht so weitergehen. Also, vorlesen. So ein Feindbild ist ja bekanntlich praktisch, ne? Ja, Hamburg. Ja, nee, wir müssen uns mal einen gemeinsamen Feind suchen. Wie wär's mit... Was? Apartheid am Morgen. Was ist denn das für eine Apartheid? Apartheid. Das ist die Rassenteilung in Südafrika. Genau. Was ist das? Die Rassentrennung in Südafrika, die Mandela aufhob. Ach so, das wusste ich gar nicht. Und nicht Martin Luther King, wie es wieder denken. Oh, aber immer. Ja. Rassismus am Morgen vertreibt Command Sorgen. Und Angela Merkel im Bikini am Morgen vertreibt. Gerni, schick dann mal ein Video. Das Bild von Angela Merkel im Bikini. Warte. Moment. Genau, das musst du im Video einfügen. Nee, lieber nicht. Doch. Komm schon. Doch. Das falsche Tun am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Moment, ich schick das jetzt hier auf dem Server. Malte sperrt das bestimmt wieder. Hm. Aber jetzt mal. Du musst auch drüber schreiben wegen dem. Ah, ja. Also. Meinst du mal? Auf Discord. Also ich meine, wenn man auf der richtigen Seite steht, ist das vielleicht sogar ganz angenehm. Was? Ja! Ich finde einfach, das passt irgendwie zusammen, das ist so schwungvoll. Ey, Gerni, Rassismus war meins. Was? Rassismus? Rassismus war meins. Zu einem Date im Restaurant gehört immer, und da bin ich der Experte, aber was seht ihr? Ein Sonnenuntergang, richtig. Gerni, hast du einen? Vielleicht. Ich hab eins. Ich hab. Aber keinen Sonnenuntergang. Ja, dann hast du bestimmt nicht. Ach, schade, keinen Sonnenuntergang. Also, einem Date im Restaurant gehört immer. Sich in Verschwörungstheorien. Ja. Nein. Wow, hat 0 Punkte? Ja. Anscheinend. Zu einem Date im Restaurant gehört immer gescheiterte Attentat. Okay. Ah ja. Zu einem Date im Restaurant gehört immer Leute beleidigen, ohne dass sie es merken. Und das habe ich wirklich schon sehr oft gemacht im Restaurant. Juhu, mein erster Punkt. Das war eine gute Karte. Bei Justizministerin Bali fände ich das Beste. Ich möchte doch, wenn ich mit einem Date bin, möchte ich doch nicht so. Nein! Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was alles mit. Ich bin Gerni? Weißt du, was ich gerade denke? Ja! Denk nicht mal dran. Mein Freund. Wenn das jemand hat, sofort gewonnen. Sofort. Sofort. Hat das was mit mir zu tun? Nein, nein. Hat das was mit dir zu tun? Ja. Und mit der anderen Person? Ja. Ah. Du weißt, was ich meine? Ja. Oh, vielleicht. Oh, du hast es dir ja schon vorgestellt. Ja. Die Kombination kennt man vielleicht auch nicht, deswegen fragt man sich vielleicht, was passieren würde. So. Du musst noch mehr Personen einfügen. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, aber da müsste ich halt... Also ich habe schon die bekanntesten Diktatoren habe ich drin, die bekanntesten Politiker von Deutschland habe ich drin. Du musst chinesische Politiker aus der Zeit von hier vom Zweiten Weltkrieg und so nehmen. Ich habe Mao und Xi. Ich habe noch keine Sau. Nimm vielleicht noch Wang Ying Wei, das ist der Beste. Oder nimm noch Akihito. Hey, warum kommst du jetzt ausgerechnet auf den? Gobble. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was Stefan Bundeskanzler stimmt. Ja, das muss ich mir nicht vorstellen, das sehe ich. Das oder schon. Bundeskanzlerin. Das ist ja auch unsere Gemeinde. Merkel. Nö, da steht der Bundeskanzler. Ja, das ist ja. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, Gerni, dass du musst die Karten. Mo, du musst die Karten. Wir müssen hier Feminismusdebatte starten. Ja, du musst dann noch Schrägstrich oder Sternchen in machen. Und dieses hässliche Frauenzeichen. Ja. Weiß nicht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was. Außerdem haben wir aktuell eine Bundeskanzlerin. Das ist scheiße. Stellen alles mit die N. Okay, das ist das Einzige, was halbwegs in Ordnung ist. Cool. Ich hab einfach was angeklickt. Alle Scheiße. Wieder der Kothaufen auf dem Kopf. Erst Punkt, 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 dann Punkt, Punkt, Punkt. So. Aber irgendwas. So, gemacht.
Ach, Moment, wir haben ja den Anti, die haben ja jetzt den, ich kann mich nicht mit Politik ausdrücken. Moment. Nun musst du das nächste Mal deinen Nicknamen wählen. Der sich nicht mit Politik auskennt. Ja. Das merke ich mir. Also Mainz hat nichts mit Politik zu tun. Wenig. Ich glaube, Mainz hat gewonnen. Ja, ich glaube auch. Mainz auch gar nicht so schlecht, wenn ich so drüber nachdenke. Mainz auch nicht schlecht. Ich habe vorhin den Sachen gemacht. Das ist ein Treppensitz. Erst versucht meine Treppe als Fahrradsprungschatten zu benutzen, dann sinkende Fernsehgelder. Erst scheiße spielen, dann die Rettung des Autos. Oh Karte. Mein Gott. Die Blanko-Karte. Die zweite, die passt so gut, ey. Erst Kleber schnüffeln, dann im Unterricht Alkohol trinken. Okay, das finde ich noch besser. Erst bei McDonald's den Z-Chicken zubezahlen, dann in der Wohnung grillen. Okay, also alles ist schwer. Sie sind eigentlich ganz gute Karten dabei, tatsächlich. Aber ich bin ja ein Fan des Alkohol konsumieren. Dafür habe ich die Blanko-Karte verschwendet. Boah. Übrigens sehr offensichtlich. Ja, da habe ich einen Punkt vergessen. Entschuldigung, ich werde später aufgefallen. Also ich finde meinen Treppenwitz ja immer noch am besten. Dein Treppenwitz, und deine Karten Witze kannst du sonst immer mit Großbuchstaben los. Das musst du ja auch noch mehr. Warum habe ich denn keinen Namen? Also, hat noch ganz große Pläne. Nehmen wir das, ja. Ich habe keinen Namen. Ich habe auch keinen Namen. Ich habe keine Person. Ich habe auch keine Namen. Du musst nicht unbedingt eine Person darum nehmen. Man kann auch Organisation für... Oder ja, aber das habe ich auch nicht. Zum Beispiel Dinge. Zimbabwe wird jetzt passen. Das hatte ich gerade mal. Was du mir auch, weiß ich nicht. Also irgendwas... Schon, aber... Nee, so eine ganz kleine Zwergstadt hier, St. Martin in Italien, hat noch ganz große Pläne. St. Martin. Also die Meisterschaft von Eintracht Frankfurt hat noch ganz große Pläne. Ich bin mit Eintracht Frankfurt, ey. Ja. Ich bin Eintracht-Fan, ich habe das Deck erstellt. Der Kuckuck-Clan hat doch ganz große Pläne. KKK. Das Leben hat noch ganz große Pläne. Was? Privatisierung. Privatisierung hat noch ganz große Pläne und gewonnen hat. Ja. Ich glaube nicht, dass er mehr so große Pläne hat. Okay. Ich bin wieder größer. Hat am besten gepasst. White Power, White Power. Und nein, ich bin kein Atheist. Und ich bin kein Nazi. Und ich bin kein Amerikaner. Wie bei South Park, kennt ihr das mit Wild Power? Scheiße. Ja. Niemand darf hier erfahren, dass ich insgeheim auf... Genau, es ist wieder an der Zeit, dass ich ein Geheimnis über mich lüfte. Scheiße, ey, ich hab meine Karte verkackt. Ich muss auch mein Geheimnis lüften. Ich auch. Da muss ich mich fast für schämen, aber... Naja. Oh! Da hat jemand Kommaschatten einen Punkt gesetzt. Ah, okay, dann weiß ich schon. Das ist also eine Blankokarte. Wow. Denk dran. Okay, niemand darf je erfahren, dass ich insgeheim auf Landwirte stehe. Wie, was habt ihr denn gegen Landwirte? Was soll das? Richtig, vorne auf dem Trecker. Richtig, richtig mehr. Auf Land, ja. Oder dass ich insgeheim auf Malte stehe. Wow, das musst du nehmen. Oder dass Nein. ich insgeheim auf den Abstieg des FC Bayern stehe. Oder den HSV in der Champions League. Die Karte müssen wir bei Malte. Darauf stehst du doch nicht insgeheim auf den Abstieg des FC. Weil man sonst von den Bayern verprügelt wird, Mann. Bayern sind voll. Salty. Warum gibt's eigentlich nicht Pfeffer? Also, man ist pfeffrig. Weiß sie. Gefällt mir ja irgendwie. Irgendwie. Malte. Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie gefällt dir mal. Ja! Dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Landwirte? Das würde ich nie zugeben. Okay. Von fehlt nicht viel zu. Oh Mann, ey, ich hab so scheiß Karten, ne? Ich auch, aber ich muss irgendwas machen. Ja, komm, einfach weg. Ich hab auch nur Scheißkarten. Ich hab hier seit Anfang Verstaatlichung und Boeing, die. Keine Ahnung. Dann mach doch das einbringen. Na, ich verstaatliche Boeing. Ich hab seit Anfang durch einen Strich. Von Verstaatlichung geht nicht zu Boeing. Der Strich ist eine Blanko-Karte. Ja, da kannst du selber was eingeben. Gut.
Von Karneval fehlt nicht viel zu die letzte Weihnachtsfeier. Oh ja. Stimmt. Was den Regel angeht, Moment, wenn es die letzte Weihnachtsfeier ist, das heißt, dann sterbe ich ja. Ja. Das nehme ich nicht. Von Massenentlassungen fehlt nicht viel zu Wasserwerfern. Das finde ich toll. Proteste. Ja. Von schlechter Musik fehlt nicht viel zu Freunden in den Rücken. Ah ja. Von Börsencrash fehlt nicht viel zu verrückt geworden. Ja. Ich mag Wasserwerfer. Ja, ich auch. Ja, ja, schön. Ich habe einfach irgendwas wieder gedrückt, ey, das funktioniert. Ich mag Massenentlassungen, wobei nicht, wobei, das, was Siemens macht, ist schon doof, ne? Naja. Was ist das denn? Ui. Gernis Roboter! Alter, was war das denn? Mittlerweile könnte die Karte ganz anders wirken, aber okay, ich nehme sie einfach mal. Sondern muss ich machen. Jani? Oh Gott. Ui. Oh je. Gerni? Man hört dich nur. Ich hab verstanden, ich nehme Stephen Hawking. Wobei es mit dem Religion ist, glaube ich, dass er dann religiös wird. Und bei Walter Shell verstehe ich. Walter Shell. Ich setz dich im Rollstuhl, wenn ich hungrig bin. Nee, du bist du tot. Punkt, Punkt, Punkt führt unweigerlich zu Punkt, Punkt, Punkt. Na, du bist jetzt ja das Jahr, stimmt ja. Also, nimm mal ja, der sich nicht mehr Politik auseinandersetzt. Dann nehme ich erstmal was mit Politik. Ja, das ist gut. Manchmal zieht das ja. Dim. Wo ist eigentlich das Bad, wo Merkel da gerade baden geht? Gute Frage. Bist du noch da? Überschotten führt unweigerlich zu Parteispenden. Klar. Winterschlussverkauf führt unweigerlich zu Polizeigewalt. Stabiles Internet führt unweigerlich zu staatlich organisiertes Doping. Gerni, machst du gerade staatlich organisiertes Doping? Also wenn ja, dann passt die Karte sehr gut. Ja. Obdachlose Aussachen führt unweigerlich zu Denunzierungen. Gerni, wenn du das vorliest, wird es nicht besser. Jemanden schlecht kriegen, aber oder was? Sowas in der Art, glaube ich. Was? Stell mal vor, beim Winterschlussverkauf, da streiten sich die Frauen dann um so einen Pelzmantel, die Polizei kloppt mit den Stöcken drauf. Ja. Naja. Okay. Das Geheimnis ausgewogener Ernährung ist. Das nicht genau. Das hier? Was ist denn das hier? Ja, mein Herz. Du kommst ja aus Asien. Egal, was er sagt, ich stimme ihm zu. Genau. Jetzt hat er aber gesagt, du gibst mir alle deine Sachen. Jetzt muss ich ihm alle deine Sachen geben. Oh. Ja. Dann stimme ich ihm nicht zu. Ja, dann stimme ich ihm nicht zu. Wie wird man Merkel los? Wir nehmen einfach Merkel und schieben sie woanders hin. Diese Idee Mann, ist vielleicht ein paar Leute genug, zu bringen. Da können ja die Krater aus der Haut gepumpt werden. Ja. Okay. Sondermüll. Ausgewogene Ernährung ist Sondermüll. Das Geheimnis ausgewogener Ernährung auch ist Sterben. Da gibt es nämlich nur noch Luft und Staub. Ja, genau. Das nenne ich ausgewogene Ernährung. Drück schon mal auf Verbindung trennen, was.
das Geheimnis ausgewogener Ernährung ist, was Pestizide. Das, oh no, das Geheimnis. Ich habe wirklich alles in dem Marco. Aber es ist meine Karte. Geheimnis ausgewogener Ernährung ist alles in D-Mark umrechnen. Das als die Nintendo Switch sparsam, rauskam, ne, für 325 Euro, dachte ich mal, das sind ja 650 Mark. Exakt. Ja, das ist echt schwer. Nehmt mal schnell aus, ich will den Chat verlassen. Okay. Ah, oh, nein, ich muss nicht. Super. Sondermüll? Das ist auch eindeutig das Beste. War's nicht. Ich finde Pestizid auch gar nicht mal so schlecht, aber nein. Ja. Jetzt nicht Gerni nehmen! Oje, stimmt, der könnte gewinnen. Hat er schon 7 Punkte, ey? Ja. Ich hab aber noch nie gewonnen. Man kann mich ja, sollst du auch nicht. Ich will gewinnen, ich will noch aufholen. Genauso wie die Linke. So. Hätte ich, glaube ich, so ziemlich den eindeutigsten Sieg, wenn ich jetzt gewinnen würde. Es ist in letzter Zeit eine Tendenz zu erkennen. Fragt sich nur noch bei wem und wohin. So Treppenwitze. Weiß nicht. Jemand aus meiner Klasse hat es heute wunderbar lustig gefunden, andauernd das Wort Treppenwitz zu sagen. Jetzt muss ich das auch sagen. Ob die Person überhaupt weiß, was ein Treppenwitz ist? Ja, seitdem ja. Okay. Hat er so gesagt, Treppenwitz, habe ich gesagt, geh auf die Treppe und sag's nochmal. Oh. Was? Er stand an der Treppe. Aber er war nicht auf der Treppe und hat trotzdem Treppenwitz gesagt. Mhm. Okay. Ja. Toll. Okay. Ja. Mau, du verstehst bestimmt meinen Humor. Kann sein. Zumindest bei dieser Karte. Wer den nicht versteht. Weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Da würde ich wieder den Chat verlassen. Ganz ehrlich. Wobei, da gibt bei der Frage gibt es viele Sachen, die gut passen. Verlasse ich mich gar nicht sogar. Nicht sozial heute drauf. So, bei Facebook ist in letzter Zeit eine Tendenz zu Glücksspiel zu erkennen. Es gibt ja immer diese Minispiele da, oder? Die auf Facebook da beworben werden. Ja. Das werden wahrscheinlich immer mehr. Bei wow. Chuck Norris ist in letzter Zeit eine Tendenz zu Schwarz Gesicht zu erkennen. Roundhouse Kick. Bei einem Lottogewinn ist in letzter Zeit eine Tendenz zur Enteignung zu erkennen. Das wäre mies. Man gewinnt und dann wird man enteignet. So oder man gewinnt und dann muss man erstmal seine Schulden abzahlen. Dann hat man nur noch 1 Cent vom Lottogewinn. In letzter Zeit wurden Lottogewinner ganz plötzlich enteignet. Genau. Bei Lobbyismus ist in letzter Zeit eine Tendenz zu Volksverrätern zu erkennen. Ja? Also ehrlich, ich finde alle gut. Ja, weiß eigentlich schon, ja. Du hast das mit dem Lotto gewinnen, ne? Weil es ist schlechter Humor. Nee. Aber am witzigsten war ja eindeutig. Ja! Ach komm. No! Das war eindeutig. Ich krieg ja bald eine neue Computermaus, damit kann ich meine jetzige zerdrücken. Dann sag ich mal herzlichen Glückwunsch an Gerni. Aber der Witz war doch wirklich gut. Ja. Verdient also eindeutig. Gut, dann Dankeschön fürs dabei sein. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Verlieren ist immer traurig. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für bum, heute. Bum, kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit.